Und währenddessen kann ich ja schon mal euch so vorstellen, wer da alles auf die Bühne kommt. Das Thema ist ja ein bisschen strittig, deswegen haben wir hier gleich 5 Gäste jetzt. Hier kommt mir gerade schon entgegen das Oliver Wolf, der ist Geschäftsführer von Raummobil und seit 2006 entwickeln sie Mobilitätsplattformen und Services und forschen auch und begleiten Digitalisierungsprozesse. Dann haben wir hier Kirstin Lindloff. Da steht sie, da kommt sie. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik und hat die Themenschwerpunkte Carsharing, Ridesharing mit Integration in den öffentlichen Personennahverkehr und automatisiertes Fahren. Möchtest du schon mal auf die Bühne kommen, Kirstin? Dann haben wir hier Philipp Kosak. Er ist ein Kollege von Heiko Nickel, der gerade schon auf der Bühne war. Referent für Verkehrspolitik beim Ökologischen Verkehrsclub mit den Themenschwerpunkten im Bereich Bahn, Multimobilität und vernetzte Mobilität beim öffentlichen Personennahverkehr, sehr viele Abkürzungen. Und dann haben wir noch als 4. Gast Timo Daum mit dabei, der ist studierter Physiker und schon lange im IT-Bereich aktiv. Er hat ein bisschen einen anderen Themenschwerpunkt und bringt nochmal eine andere Perspektive mit rein. Er arbeitet zum digitalen Kapitalismus und hat 2017 da auch ein Buch beim Nautilus Verlag veröffentlicht, Das Kapital sind wir, zur Kritik der digitalen Ökonomie. So, und als 5. habe ich noch Marje Basten hier. Sie ist Projektleiterin für Nachhaltigkeitsmanagement bei der Deutschen Bahn und für Konzernstrategie und sie nimmt mir jetzt die Moderation ab. Ja, genau. Ganz vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, ich arbeite tatsächlich für das schon viel zitierte Unternehmen für die Bahn. Und dort im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und ich freue mich sehr, dass ich hier heute die Diskussion moderieren kann. Das heißt, ich werde mich inhaltlich etwas mehr zurückhalten. Aber vielleicht nochmal zur Einordnung, was für Themen beschäftigen wir uns dort natürlich im Rahmen meiner Arbeit. Ich arbeite sehr viel daran, insgesamt Mobilität der Zukunft nachhaltig zu gestalten. Da interessieren mich unterschiedliche Themen, also von Klimaneutralität, aber auch Schadstoffbelastung in den Städten. Wie kann man die Lebensqualität in Städten so verändern, dass sie lebenswerter werden, dass das Auto eine geringere Rolle spielt, wir weniger Staus haben und so weiter. Natürlich gibt es aber auch noch andere Fragen, die wichtig sind, nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land. Wie kann man da flächendeckende Mobilität sicherstellen, auch fernab vom eigenen Auto? Da haben wir gerade schon sehr viel dazu gehört. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es auch um Themen wie Sicherheit, Datenschutz, wie gehen wir mit unseren Daten um, aber auch das Thema Teilhabe ist auch ganz wichtig. Ne? Also bestimmte Menschen nicht auszuschließen von der Mobilität aufgrund von monetären Situationen oder auch aufgrund von Mobilitätseinschränkungen. Also eine ziemlich weite Themenpalette, die wir hier haben. Wir haben gerade auch schon ganz viel über das Thema Reiseketten gehört, die eine mögliche Lösung sein können, Mobilität anders zu gestalten. Aber insgesamt wollen wir uns heute der Frage stellen, wie kriegt man das denn jetzt eigentlich hin, ja, die Mobilitätswende? Und welche Rolle kann die Digitalisierung spielen? Und ist Digitalisierung eigentlich auch alles oder ist sie teilweise auch überschätzt? Kann sie denn wirklich alles leisten oder wie kriegen wir das hin? Ja, und wir haben 4 tolle Rednerinnen dafür, da freue ich mich besonders. Und wir starten jetzt mit dem Philipp Kosak vom VCD. Und der Philipp, haben wir gerade schon gehört, ist Experte dort für ÖPNV und Verkehrspolitik. Und wir freuen uns sehr auf deinen Input. Insgesamt wird es so ablaufen, also ein bisschen geduldig sein mit den Fragen. Wir werden erst jeweils 5 Minuten Inputs haben. Kurz werden dann hier gemeinsam in der Runde diskutieren. Und dann abschließend haben wir natürlich auch noch Zeit für eure Fragen aus dem Publikum. Also Philipp, leg los. Ja, danke dir und vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir heute hier diskutieren können. Sehr spannendes Thema. Ich glaube, die zentrale Frage, die kann man eigentlich relativ leicht beantworten. Die Digitalisierung ist natürlich nicht die alleinige Lösung für all die Probleme, die wir im Verkehr haben. Ich bin aber durchaus der Überzeugung, dass die Probleme, die wir im gesamten Mobilitätsbereich haben, ziemlich eklatant sind. Das kann heutzutage eigentlich niemand mehr abstreiten. Das sehen wir, wenn wir die Nachrichten einschalten. Ich glaube, dass das gerade in Berlin auch die meisten Leute sehen, wenn sie schon nur vor ihrer Haustür einen Blick werfen. Verkehr raubt heute vielen Menschen die Gesundheit. Er frisst gerade in den Städten, in den wachsenden Städten enorm viel Platz auf. Und er ist natürlich einer der größten Klimakiller. Er ist sogar der einzigste Sektor in Deutschland, in dem wir es nicht schaffen, Treibhausgase einzusparen. Allein in den letzten Jahren sind die Treibhausgasemissionen da um 4% gestiegen. Deswegen sind wir beim VCD
der Überzeugung, dass Verkehr sich ganz grundsätzlich ändern muss in der Zukunft, dass es eine echte Verkehrswende gibt. Für mich sieht die vor allem so aus, dass wir den Menschen Alternativen zu ihrem eigenen Auto geben müssen. 57 Millionen PKWs sind derzeit in Deutschland unterwegs, so viel wie nie zuvor. Es werden mehr. Und dieser wachsende Autoverkehr ist tatsächlich die Ursache für viele Probleme, die wir im Verkehr haben. Nun, ich glaube, die Menschen, die sind nicht zwingend an ihr Auto gebunden. Es ist kein Muss, dass sie mit dem eigenen Auto unterwegs sein müssen. Die sind aber auch keine Altruisten und lassen das einfach stehen, nur weil man vielleicht das Wissen darüber hat, dass das fürs Klima beispielsweise besser wäre. Im Wesentlichen denken die, glaube ich, relativ praktisch, sind auch mal bequem. Da zähle ich mich selbst genauso dazu. Man reist einfach so, wie man schnell unterwegs ist, mit dem, was einem als zuverlässig erscheint, was preiswert ist oder was schlicht einfach ist. Und Autos sind eben für viele Menschen recht einfach. Ich beschäftige mich bei uns im Verband vor allem mit öffentlichem Verkehr und so umweltfreundlich die öffentlichen Verkehrsmittel sind. Für viele Menschen erscheinen sie eben dann doch eher als einen Dschungel, durch den sie sich durchkämpfen müssen. Sie sind alles andere als einfach. Ihr habt im vorherigen Vortrag schon einen Eindruck davon bekommen. Es gibt über 100 Tarifverbünde in Deutschland, die haben alle ihre eigenen Regeln, die haben alle ihre eigenen Definitionen. Was ist ein Kind? Wie weit reicht eine Kurzstrecke? Das ist einfach sehr schwer zu durchschauen für jemanden, der die in dieses System, es ist wirklich ein eigenes System, umweltfreundliche Verkehrsmittel einsteigen möchte. Da ist Autofahren schon deutlich einfacher. Das funktioniert nämlich überall in Deutschland gleich, aber ich sehe schon dank digitalen Möglichkeiten Fortschritte, dass das Ganze ein Stück weit einfacher wird. Der Debi Navigator ist für mich grundsätzlich erstmal ein gutes Beispiel. Da kann man heute nicht nur Karten für ICE, für Regionalzüge kaufen, sondern schon mal für ein Viertel dieser 100 Tarifverbünde. Das geht in die richtige Richtung. Das ist natürlich noch längst nicht die echte Mobilitätsplattform, die wir eigentlich mal bräuchten. Ich will noch ein zweites Beispiel geben. Die Sharing Economy, die ist gerade im Mobilitätssektor in den letzten Jahren so stark gewachsen wie sonst kaum irgendwo. Ich denke an Carsharing-Fahrzeuge. Das Carsharing ist eigentlich vor allem ein Kind der 90er, sodass es öffentliche geteilte Autos gibt, aber so richtig zu fliegen begonnen hat das Ganze erst in den letzten Jahren. Im letzten Jahr haben alle deutschen Carsharer zusammen 400.000 neue Kunden gewonnen. Das ist mehr, als es noch vor 10 Jahren überhaupt gab. Vor 10 Jahren kam das erste iPhone raus. Und ich glaube, dass solche Dinge tatsächlich Mittreiber solcher Entwicklungen sind. Beispielsweise Smartphones machen solche Dienste erst richtig gut nutzbar, weil wir eben ständig mobil leicht online sein können, weil wir uns selbst und Fahrzeuge leicht orten können und weil wir permanent einen Datenaustausch ermöglichen können. Das sind Dinge, die so ein multimodales Verhalten, das Wort fiel heute schon mal, tatsächlich erst gut nutzbar für viele Menschen machen. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, aber ich habe auch zeitgleich große Zweifel, dass das nächste große Ding, was im Verkehr auf uns zukommt, On-Demand-Ridesharing ist und dass das vielleicht endlich mal auch ein attraktives öffentliches Verkehrsangebot in die ländlichen Räume bringt. Ich bin mir aber sicher, dass wir heute noch über viele Risiken und Bedenken sprechen werden, die diese ganzen Dinge durchaus mit sich bringen. Kurzum, ich glaube, dass es heute viele Dinge gibt, in denen wir die Chancen, die Möglichkeiten, die Digitalisierung im Verkehr bietet, noch lange nicht ausnutzen. Ich denke an unser Schienennetz bei der Eisenbahn. Da stehen noch Signale, die funktionieren mechanisch, genauso wie vor 50, 60 Jahren, weil das einfach noch dieselben Signale sind, obwohl es längst Standards gibt zur digitalen Zugbeeinflussung. Andere Länder haben ihre Streckennetze damit ausgerüstet, die Schweiz zum Beispiel. Wir fangen jetzt erst damit an. Beispiel Apps hatten wir gerade gehört, die eine App, mit der ich wirklich von Haustür zu Haustür deutschlandweit unkompliziert mein Ticket bekomme. Fehlanzeige, die gibt es nach wie vor nicht wirklich. Live-Daten zu allen Verkehrsangeboten, das ist in anderen Ländern, ich muss nochmal die Schweiz nennen, die ist da tatsächlich sehr vorbildlich, längst per Gesetz vorgegeben, dass alle Verkehrsverbünde sowas
öffentlich zugänglich machen müssen, dass man es auch wirklich frei, einfach nutzen kann. Das beruht in Deutschland nach wie vor noch auf Freiwilligkeit und die Freiwilligkeit kennt da leider bei vielen Verkehrsunternehmen schnell Grenzen. Insofern mein Plädoyer, die Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, gerade die umweltfreundlichen Verkehrsmittel einfacher zu machen, die zukünftig sehr viel mehr nutzen, als wir das bisher getan haben. Danke. Alles klar, vielen Dank, Philipp. Machen wir jetzt weiter noch mit einer zweiten Praxisperspektive mit Oliver Wolf. Wir haben gerade schon gehört, er ist Geschäftsführer von Raummobil und beschäftigt sich dort mit unterschiedlichen innovativen Mobilitätslösungen. Und das macht er auch schon ziemlich lange. Also 2006 hat er das Unternehmen schon gegründet als Green Startup der Share Economy und hat jetzt gerade auch Probleme mit der Präsi. Okay, ich kann es aber auch ohne Folien machen. Ja, das sind eh viel zu viel, wie das ging. Genau, wir sind... ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, das sich genau mit dem Bereich Mobilitäts-Apps oder Mobilitätsplattformen beschäftigt. Das ist ein sehr komplexes Problem, wo man sehr viele Ressourcen braucht, um irgendwie gute Sachen zu machen. Generell hat man ja gedacht, das Verkehrsproblem wird sich mit digitaler Mobilität von selber lösen, indem Wege substituiert werden und wir dann alle nur noch vor dem Rechner sitzen und gar nicht mehr selber irgendwo hin müssen, um etwas zu tun oder etwas zu erleben. Das hat sich ja als Trugschluss herausgestellt. Das ist der berühmte Rebound-Effekt. Nein, wir erzeugen mehr Verkehr durch mehr Informationen und jetzt geht es genau darum, wie kann man dem eigentlich begegnen oder mit was für digitalen Techniken kann man dieses ins Gegenteil umkehren. Und das sind dann die berühmten Mobilitätsplattformen, über die wir diskutieren. Nur wie bekommt man die hin? Und damit beschäftigen wir uns aktiv. Wir sind da in der Beratung, wir sind in der Forschung und haben eigene Tools, mit denen wir dieses Problem versuchen zu lösen. Und generell fehlt uns hier einfach die Unterstützung von ganz vielen Stellen. Als kleine Firma ist das genauso wahrscheinlich wie auch beim VCD. Man kämpft ständig gegen riesige Mühlen und riesige Institutionen, die hier andere Ideen haben oder, was noch viel schlimmer ist, gar keine Ideen haben. Und man kämpft letztendlich auch gegen eine sehr, sehr übermächtige Automobilindustrie in Deutschland, die generell verhindert, dass nicht neue Autos erfunden werden, sondern eben neue Mobilitätssysteme zum Laufen gebracht werden. Und das muss man tatsächlich, bin ich meinen Vorrednern auch einig, dezentral machen. Man muss kleine Lösungen für einzelne Städte und Gemeinden bauen und die dann miteinander vernetzen. Und in diesem Bereich sind wir eigentlich tätig. Dankeschön. Ja, alles klar. Vielen Dank, Oliver. Also wir hören schon, für kleine Unternehmen ist es nicht so leicht, oft gegen die großen Riesen anzukommen. Machen wir jetzt noch mit einer weiteren Perspektive weiter, mit Kirstin Lindloff. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik und dort setzt sich viel mit den Themen automatisiertes Fahren, aber auch die Themen Carsharing, Ridesharing, Ridepooling, da haben wir schon viel zu gehört und vor allem auch der Integration dieser in den ÖPNV, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auseinander. Genau, wir freuen uns auf deinen Input. Okay, mein Input kommt scheinbar auch ohne Folien, wird aber auch so gehen, hoffe ich. Auch erstmal ja, herzlich willkommen von mir. Ich kann mich schon ein bisschen meinen Vorrednern auf jeden Fall anschließen. Ich versuche es also jetzt thesenartig. Ich hatte Abbildungen mit, auch von den schönen neuen Angeboten und der Frage zur Integration in den ÖPNV. Als erstes möchte ich mal, wenn wir auch nochmal uns den Titel dieses Panels vor Augen rufen, auch nochmal fragen, ja, Themenstellung Verkehrswende, was heißt das überhaupt? Was hieße denn jetzt überhaupt eine Verkehrswende? Und aus meiner Sicht hieße das auch erstmal, politische Maßnahmen im Bereich der Umweltregulierung zu ergreifen. Rückblickend, auch wenn man sich die Umweltregulierung in Deutschland im Verlauf anschaut, also auch in der Abgasgesetzgebung, das ist ein Themenfeld, in dem ich geforscht habe, ist die Bundesregierung eigentlich, egal welcher parteipolitischen Couleur oder Zusammensetzung, meistens relativ zurückhaltend gewesen, darin wirklich zu sagen,
Wir werden aktiv, wir fördern bestimmte Fahrzeugabgasreinigungstechnologien etc. Auch die Frage von Umweltzonen, da gibt es eigentlich im Prinzip das gesamte Spektrum von Steuerungsmaßnahmen. Was aber jetzt vielleicht derzeit ein Hebel sein könnte, ist die Fokussierung auf den Themenbereich saubere Luft. Also das, was wir gerade unter dem, ja, was Sie in den einzelnen Städten sehen, wo die Verwaltungsgerichte die Klagen der deutschen Umwelthilfe aufnehmen. Und da bietet sich aus meiner Sicht eigentlich jetzt wirklich auch ein Gelegenheitsfenster. Aber, das will ich eben auch sagen, von der Bundesregierung würde ich jetzt sehr großes Agieren im Bereich einer integrierten Luftreinhaltungspolitik erwarten. Das heißt, ich würde schon eher sagen, wir sollten da auf jeden Fall auf die Kommunen setzen. Und auch das ist sicherlich eine Herausforderung, denn auch da erfordert es wirklich mutige politische, kommunale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Die Städte haben ihre Planung, ihre Verkehrsentwicklungsplanung, ihre Stadtentwicklungsplanung, aber letztlich heißt es jetzt genau diese Maßnahmen, die da eigentlich auch stehen, in die Praxis zu bringen. Es gibt eigentlich kein Wissensdefizit, sondern vielmehr eigentlich ein Umsetzungsdefizit. Und gerade, ich will jetzt auch noch mal auf den Bereich neue Mobilitätsdienstleistungen eingehen gerne, weil sich das ja auch mit den Möglichkeiten verbindet, die die Digitalisierung bietet, also ein vereinfachter Zugang, ein gebündelter Zugang zu verschiedenen Mobilitätsangeboten. Also die Frage vielleicht auch erstmal, was ist im Bereich Ridesharing möglich? Es wurde jetzt die Deutsche Bahn genannt, die in diesem Feld aktiv ist, aber es sind eben auch andere Player aktiv und ich würde Philipp Kosok auf jeden Fall dahingehend unterstützen und sagen, es hat eine Chance, wenn die Systeme in den ÖPNV integriert werden. Das ist aber auch technisch für die Verkehrsunternehmen eine Herausforderung und es ist auch erstmal für die Städte wirklich trotzdem auch ein Handlungsfeld. Das Personenbeförderungsgesetz erlaubt das, dass diese Dienste experimentiert werden, aber wie gesagt jetzt auch erstmal für einen Zeitraum von 4 Jahren. Und Sie sehen es in Berlin mit dem Berlkönig, Sie sehen es in Duisburg, da ist es das lokale Verkehrsunternehmen, das experimentiert. Was aber nicht das Ziel sein kann, ist auf jeden Fall, dass wir entgegen einer stadtverträglichen und umweltverträglichen Mobilität arbeiten und wirken. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Kommunen jetzt diese Experimente auch evaluieren und schauen, dass wir nicht am Ende mehr Verkehre vor allem auf der Straße haben. Also ich plädiere hier auch eher für die Stärkung des ÖPNV, Integration in den ÖPNV und auch ganz mittel- und langfristig wirkende Maßnahmen, aber eigentlich auch kurzfristig Förderung der aktiven Mobilität. Das wäre sicherlich auch ein Punkt. Und automatisiertes Fahren, glaube ich, vielleicht ist es auch eher ein Punkt, den wir dann in der Diskussion noch aufnehmen. Aber auch da würde ich wieder ganz stark die Frage stellen, welche Vision von einer lebenswerten Stadt haben wir? Und auch das sind letztlich erstmal motorisierte Verkehre, die wir da haben. Und gerade in den Ballungsräumen, und da konzentrieren sich eben auch die Umweltprobleme, muss man schon auch eben über Massentransportgefäße stärker nachdenken und aber auch über Handlungsstrategien und Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklungspolitik, also auch statt der kurzen Wege wäre da ein Schlagwort, die Nutzungsmischung, also wie kann auch eine lebenswerte Stadt aussehen und wie gehen wir auch mit den knappen Flächen um, wofür wollen wir die nutzen? Und das ist sicherlich ein Zielkonflikt, der in der Verwirklichung der Verkehrswende ein Feld ist, über das wir diskutieren sollten. Vielen Dank. Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt wird noch mal ganz kurz die Technik gecheckt, während ich den nächsten Redner ankündige, Timo Daum. Er ist Hochschullehrer in den Bereichen IT, Online und digitale Wirtschaft und er hat einen ziemlich kritischen Blick auf das ganze Thema. Er beschäftigt sich viel mit den Themen digitale Ökonomie und digitaler Kapitalismus und hat im letzten Jahr auch ein Buch dazu veröffentlicht mit dem Titel »Das Kapital sind wir« zur Kritik der digitalen Ökonomie. Und ja, wir sind sehr gespannt auch auf seinen Input. Vielen Dank. Ich glaube, wenn wir über die Verkehrswende reden wollen, dann müssen wir auch über Kapitalismus reden. Das möchte ich jetzt kurz tun. Ich möchte zunächst über den fossilen Kapitalismus, dann über den digitalen Kapitalismus reden und zum Schluss die Frage stellen, was tun. Ich könnte auch sagen, gute Ideen gibt es viele, da haben wir heute schon einige gehört. Warum ändert sich nichts?
Das, was wir gleich sehen werden, ist, ich freue mich, dass hier viele nicht aus Berlin sind, weil dann macht das sogar nochmal extra Sinn. Das ist der Ernst-Reuter-Platz. Der ist hier um die Ecke, einen Steinwurf entfernt. Wenn man so will, leistet sich mit dem Ernst-Reuter-Platz seit den 60er Jahren Berlin einen innerstädtischen Nürburgring. Das ist wirklich gebaute Autostadt. Ich habe es getestet, mit dem Auto braucht man 45 Sekunden, um diesen Platz einmal zu umrunden. Zu Fuß braucht man 13 Minuten, wenn man einigermaßen gut zu Fuß ist, wie ich. Noch ein paar Daten, auf die ich möchte, die ich mitteilen möchte, damit wir wissen, was eigentlich der Status quo ist, in dem wir uns befinden. Weil, wenn wir uns dieses Video anschauen, hier ist keine Smartness, hier sind keine Apps, hier ist keine Multimodalität, Intermodalität, Fahrräder, Fußgänger etc. Wir haben in Deutschland 46 Millionen Fahrzeuge, das sind ungefähr 10-mal mehr als 1960. Dabei hat sich die Anzahl der Bevölkerung nur um 10% erhöht seitdem. Die durchschnittliche PS-Zahl von neu angemeldeten Fahrzeugen liegt bei 150 PS. Das ist mehr als das leistungsfähigste Auto, das man sich 1960 in Deutschland auf dem Markt überhaupt kaufen konnte. Noch ein Punkt. Wenn es einen Unfall, Auto und Fußgänger gibt mit Tempo 50, ist die Letalität bei 50%, also in 50% der Fälle stirbt der Fußgänger. Beim Tempo 30 ist das nur in 5% der Fälle der Fall. Das ist ein Faktor 10 und das ist auch der Grund, weshalb überall auf der Welt in Städten logischerweise Tempo 30 gilt, weil dieser mögliche fragwürdige Geschwindigkeitsfortschritt zwischen 30 und 50 natürlich nicht erkauft wird mit diesem Faktor 10 in der Todesgefahr für Fußgänger. Ihr wisst, dem ist nicht so und dass wir diesen Wahnsinn tatsächlich haben und dass der wirklich auch in Gesetzesformeln gegossen ist, wie wir es vorher gesehen haben, das nennt man automobilen Konsens und den gilt es aufzukündigen. Zu diesem automobilen Konsens gehört dazu, dass der Diesel noch gebraucht wird, dass Fahrverbote drohen, anstatt dass sie als ein Segen sind, dass mit dem Verweis auf Arbeitsplätze so weitergemacht werden soll wie bisher. Das nennt man automobilen Konsens. Teil 2. Hilft uns der digitale Kapitalismus, diesen fossilen Kapitalismus zu überwinden? Die Firma Uber, von der Sie bestimmt alle gehört haben, hat kürzlich in einer Pressekonferenz verkündet, sie wollten mit ihrem Geschäftsmodell weltweit den privaten Autoverkehr obsolet machen, überflüssig machen. Und sie operieren in 72 Ländern. Die Firma Waymo, das ist die Google-Tochter, die für das autonome Fahren zuständig ist, hat angekündigt, dass sie im Dezember mit dem kommerziellen autonomen Shuttle-Service in Phoenix starten wird und damit natürlich die gesamte Welt beglücken will. In Hamburg beginnt am 1. Januar 2019 von der Firma Moya ein Ride-Sharing-Service mit 100% elektrisch betriebenen Shuttles, mit denen sich die Stadt, die Verkehrsbetriebe und nicht zuletzt Moya versprechen, den privaten Verkehr zurückzudrängen und ökologischer unterwegs zu sein, etc. Moya ist übrigens eine 100%ige VW-Tochter, hört, hört. Hört sich gut an, also applaudieren wir dem digitalen Kapitalismus und er hilft uns, den fossilen zu überwinden, aber in der gleichen Pressekonferenz, die ich eben schon erwähnt habe von Uber, haben sie auch gesagt, wir wollen übrigens auch den öffentlichen Personennahverkehr weltweit überflüssig machen mit unserem Geschäftsmodell. Das Ridesharing-Prinzip, das in Hamburg eingeführt werden soll, wenn man sich mal anschaut, wo das von der Tarifstruktur von der Anwendung ist, ist das irgendwo zwischen Taxi und Bus. Also besteht wahrscheinlich die Gefahr, dass der öffentliche Nahverkehr dadurch kannibalisiert wird. Zum Schluss noch ein Beispiel, wie Datenkapitalismus im Bereich Mobilität tatsächlich funktioniert. Es gibt in Berlin einen Elektroroller-Verleih-Service, der mit einer App funktioniert. Die funktionieren elektrisch. Das ist eine wunderbare Sache. Es ist sehr nachhaltig, bloß das trägt sich finanziell nicht. Das ist ein Zuschussgeschäft. Womit verdienen die Geld? Die verdienen folgendermaßen Geld. Die haben Sensoren untergebracht in diesen Rollern. Während ich die benutze, als Nutzer, nehmen die Umgebung auf, scannen freie Parkplätze und liefern diese Informationen an den zentralen Server.
diese Informationen über freie Parkplätze können dann über eine andere App als Auktion an Autofahrerinnen und Autofahrer meistbietend verlost werden. Wer sich da erinnert fühlt an Social-Media-Plattformen, User-Generated Content oder so, genau richtig, das ist das plattformkapitalistische Modell im Bereich der Mobilität. Was tun? Das Wirtschaftsmagazin Brand 1 hat in ihrem Spezialheft zum Thema Mobilität vor kurzem getextet, die Verkehrswende kriegen wir nicht mit Verboten, sondern mit guten Ideen hin. Ich würde sagen, ich würde dem gerne diametral widersprechen. Ich würde sagen, warum raucht hier keiner? Warum rauchen wir nicht mehr im Restaurant? Weil es verboten ist. Nicht, weil es eine gute Idee ist, sondern weil es einfach Gesetze gibt und weil es mittlerweile gesellschaftlich geächtet ist. Warum kostet eine Schachtel Zigaretten 6 Euro und ein Liter Sprit irgendwie 1,30 und nicht 10 Euro? Warum ist privater, verbrennungsmotorisierter Verkehr in den Städten nicht verboten? Ich plädiere dafür, genau dafür eine gesellschaftliche Kampagne einzurichten und der Rest kommt dann schon hinterher. Ist das jetzt völlig verstiegen? Ich möchte ein Beispiel anführen. Die Stadt Madrid wird ab dem 1. Januar 2019 60% aller verbrennungsmotorisierten Fahrzeuge, die in Madrid angemeldet sind, nicht mehr in die Innenstadt einfahren lassen. Das nenne ich mal ein Fahrverbot und nicht das, was zum Beispiel in Hamburg passiert. Und das ist auch kein Fahrverbot, das droht, sondern das ist ein von einer linken kommunalen Regierung über 3 Jahre breit basiertes Prinzip, was eine sehr hohe Akzeptanz hat in Madrid. Ich komme zum Schluss eigentlich, ich bin schon eigentlich viel zu lange. Ich schlage vor, dass wir den automobilen Konsens aufkündigen, dass wir eine Kampagne gegen das Autofahren machen, genau wie wir das gegen das Rauchen auch gemacht haben, dass wir die imperiale Lebensweise brandmarken, dass wir, wenn wir über Facebook zerschlagen nachdenken, vielleicht auch erstmal darüber nachdenken sollten, VW und ähnliche Firmen zu zerschlagen. Und ich meine das wirklich so. Und ich denke, das Thema Daten ist schon ein paar Mal aufgeschienen heute, wie wichtig das ist für die Mobilität der Zukunft. Was wir brauchen, ist ein kommunalen Datenkommunismus und ich schließe mit dem Satz, wir brauchen Verbote, keine Ideen. Dankeschön. Ja, super, herzlichen Dank für diesen doch sehr kritischen Input und da würde mich zu Beginn vor allem jetzt mal interessieren, die Meinung der anderen dazu. Sollen wir den Autokapitalismus aufkünden? Wie machen wir das? Und seht ihr das realistisch? Und ich besorge uns doch nochmal ein zweites Mikro kurz. Hier ist eins, okay, super. Das ist jetzt schwierig, auch in der Schärfe da noch zu ergänzen, aber tatsächlich würde ich jetzt auch gar nicht vollkommen widersprechen wollen. Also auch gerade, ich versuche auch wieder den Fokus ein bisschen in Richtung Digitalisierung, Daten, was ermöglicht uns das alles und was sind auch die kritischen Dimensionen der Datennutzung, auch für Verkehrsverhalten, für die Verkehrsplanung und. Aber ja, die derzeitige Situation mit den Gerichtsurteilen, von denen ich gesprochen habe, bietet aus meiner Sicht auch eine Chance. Und ich würde auch sagen, zumindest man sollte das Spektrum von verschiedenen Steuerungsinstrumenten diskutieren. Man sollte sie auch diskutieren vor dem Hintergrund der Frage der Umweltgerechtigkeit. Also was ja nahe liegt, ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, wäre auch die Frage von City-Maut, also Bepreisung. Und da würde ich jetzt auch noch mal ja sagen wollen, genau, wollen wir, dass sozusagen beispielsweise Umweltverschmutzung bepreist wird? Oder sagen wir doch auch, und das würde auch regulative Maßnahmen einschließen, nein, es ist auch in Ordnung, wenn wir zumindest bestimmte Bereiche für den motorisierten Individualverkehr dem auch nicht zugänglich machen. Und es wird letztlich jetzt, so sehen wir es ja auch, über die Gerichte, über die Städte gebracht werden, Schritt für Schritt. Von daher ist das ein Punkt, mit dem man sich arrangieren muss. Aber ich würde auch dafür werben wollen, und das ist letztlich auch wieder für die Umsetzungsebene ja wichtig, auch dass sie akzeptierte Entscheidungen haben. Das heißt, irgendwo muss man gucken, und das Fragezeichen habe ich auch noch, wie steht die Stadtbevölkerung dazu? Also wie weit sind wir auch bereit, unser individuelles Verhalten einzuschränken, suffizienter auch zu leben. Also da habe ich Fragezeichen, aber ich würde auch sagen, Offenheit, lasst uns das gesamte Spektrum anschauen und die Umwelt- und die Klimaproblematik ist drängend und daneben eben auch die Frage öffentlicher Raum in den Städten, wofür wollen wir denen zur Verfügung stellen?
Ja, also ich glaube, unser System besteht ja aus Möglichkeiten oder Technologien und Regeln. Ja, das ist beim Auto so, das ist bei der Stadt so, das ist bei allen Konsensgeschichten, die wir leben, so. Und das heißt, wenn jetzt neue Systeme entstehen und auch Probleme entstehen, die uns ja alle in unserem Dasein bedrohen, dann braucht man dafür auch neue Regeln. Und die sollte man relativ schnell ausprobieren und diskutieren. Das muss man jetzt vielleicht nicht in der Radikalität machen, aber ich fand das mit dem Rauchen ein sehr, sehr gutes Vergleichsmöglichkeit, weil das konnte sich früher niemand vorstellen und heute, nach ganz kurzer Zeit, kann sich niemand mehr vorstellen, dass man mal in jedem Restaurant geraucht hat. Und wenn man heute mal in so eine Raucherkneipe wieder reingeht und wieder rauskommt, denkt man, boah, ey, also so war das ja früher immer. Ja? Und deswegen bin ich absolut der Meinung, ich finde, dass wir gerade viel mehr Technologie produziert haben als Regeln und dass das gerade riesige Probleme macht. Das Beispiel mit dem Rauchen fand ich tatsächlich auch sehr eindrücklich. Es hinkt so ein bisschen an einer Stelle. Für das Rauchen kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden und ich kann sehr gut ohne Rauchen leben. Ohne Mobilität kann ich nicht leben. Und was wir mitdenken müssen, ist, dass wir zeitgleich auch die Alternativen zu der extrem großen Menge, die heute an Mobilität einfach mit Autos umgesetzt wird, schaffen müssen. Da sind wir dran, aber da gehen wir gerade in Deutschland im Moment viel zu langsam voran, was den Ausbau beispielsweise von Radwegenetzen angeht, was den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln angeht. Also ich bin total dabei, wenn wir eine Kampagne gegen das Auto fahren. Das machen wir beim VCD bereits seit Jahren. Wir schlagen die Alternativen vor, wir setzen uns dafür ein, die Alternativen zu stärken, aber allein mit Verboten. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich dann doch sehr schnell ein Akzeptanzproblem, wenn wir uns nur darauf zurückziehen, Autos zu verbieten, was es zweifelslos braucht, sehr bald braucht, eigentlich längst überfällig braucht, ist gerade für die Klimabelastung, die der Verkehr verursacht, dem Ganzen einen Preis anzuhängen, dass man heute gratis Unmengen an CO2 emittieren kann im Verkehr, der ja weitestgehend ausgenommen ist von Instrumenten wie beispielsweise dem CO2-Zertifikatehandel an der Börse. Die Bahn ist übrigens eingeschlossen, aber der Straßenverkehr nicht. Das kann eigentlich nicht mehr sein, genauso die Fläche, dass heute kostbarer öffentlicher Raum, den wir ja für sehr viele Dinge nutzen können, Straßen haben sehr viel mehr Funktionen, als nur Verkehr drauf abzuwickeln, dass wir den quasi gratis verschenken, damit Fahrzeuge, die eigentlich Stehzeuge heißen müssten, weil sie vor allem 23 Stunden am Tag rumstehen, dort immer noch gratis parken dürfen. Das sind Dinge, wo wir tatsächlich umgehend ran müssen und dem Ganzen einen angemessenen, gerne auch saftiges Preisschild anhängen. Ja, ich kann jetzt vielleicht noch ein, zwei Bemerkungen dazu machen. Also dieses Argument, ja, aber viele Menschen sind doch auf das Auto angewiesen und die würden ja gerne und können oder nicht. Ja, das ist natürlich Teil des Problems. Aber mit diesem Argument, also wenn wir das gelten lassen oder so, dann bleiben wir einfach bei dem hier oder so. Also wenn wir uns das hier anschauen oder so, dann ist klar, so leid es uns tut, da ist auch kein Platz mehr für eine Radspur. Da ist kein Platz für einen Radweg. Radweg würde nicht gehen, weil ist ja kein Platz oder so. Und also aus diesem Korsett müssen wir, glaube ich, einfach ausbrechen. Und wenn wir jetzt, weiß ich, ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt feststellen würden, Lego-Steine oder andere Spielzeuge oder so wären dioxinverseucht oder so, dann würden alle Mütter und Väter und Kindergärtnerinnen und Kindergärtner würden in die Zimmer stürmen und würden den Kindern das Spielzeug wegnehmen, auch wenn die dann vielleicht irgendwie heulen und auch wenn diejenigen, die in der Lego-Fabrik die Lego-Steine zusammenbauen, würden wir trotzdem sagen, sorry, Dioxin geht einfach nicht, das wird jetzt einfach weggeschlossen und wir müssen uns noch was anderem umschauen. Und ich denke, so muss es auch eigentlich mit den Verbrennungsmotoren, zumindest in den Städten, ich weiß, dass es im Land ein bisschen anders ist oder so. Und ich finde eigentlich auch, dass die Beschäftigten in der Automobilindustrie, die doch so einen hohen Organisierungsgrad haben und ihre Vertretungen, die Gewerkschaften oder so, können die nicht auch mal ihre gesellschaftliche Verpflichtung jetzt ernst nehmen und sagen, wir stoppen jetzt mal hier die Bänder, wir bauen keine Diesel-SUVs mehr und wir machen uns jetzt, wir haben geballte Kompetenz hier, wir machen uns Gedanken, was wir stattdessen produzieren können.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ne, auf der einen Seite stärkere Verbote, vielleicht VW-Mitarbeiter dazu motivieren, irgendwie mal aufzustehen. Dann gibt es unheimlich viele gute Ideen und wir sagen immer, wir müssen was machen. Aber wer ist denn wir? Und wie kriegt wir das hin? Also wie sollen wir genau weiter vorgehen und wer ist wir? Okay, gute Frage, keine leichte Frage. Also ich sehe tatsächlich auf diesem Bild viele Möglichkeiten, beispielsweise für einen 4 Meter breiten Radweg, für eine Busspur und für großzügige Park- und Spielplätze. Und dann ist da eben nur noch eine Kfz-Spur da. Und das ist kein Projekt von Jahren und Jahrzehnten. Das ist was man bis zum Frühling umgesetzt haben kann. Von daher, wir müssen Fläche umverteilen. In diesem Fall wäre das hier die Stadt Berlin, die gefragt ist. Und ich glaube, Verkehrswende, die passiert vor allem vor Ort, die passiert vor allem in den Kommunen. Kommunen müssen deutlich mutiger werden als bisher und angetrieben werden sie, glaube ich, vor allem, wenn Bürgerinnen und Bürger klar machen und deutlich machen, was für sie eine lebenswerte Stadt ausmacht, was für sie eine lebenswerte Straße ausmacht. Das heißt, da sind durchaus wir alle gefragt, uns ziemlich deutlich zu artikulieren. Ich glaube, die Befürchtungen, die viele Politiker immer haben, dann werden ihre Wählerinnen und Wähler aggressiv, dann gehen sie zu extremistischen Parteien. Das ist ein Stück weit überhöht. Ich habe eher den Eindruck, viele Menschen sind im Gedanken, im Kopf schon viel weiter, viel mehr bereit zu Veränderungen, als dass ihre Politiker ihnen oft zutrauen. Und gefragt ist natürlich auch die Bundesregierung, die hat mit der Gesetzgebung viel Spielraum und den hat sie in den letzten Jahren kaum genutzt. Die meisten Gesetze torpedieren eher eine Verkehrswende und decken die Autohersteller mit den Geschäftsmodellen, wie sie bisher gefahren sind. Das sieht man ja jetzt auch gerade im Zuge des Dieselskandals. Also ich glaube auch, dass generell die Köpfe schon viel weiter sind bei manchen Leuten als das, was dann umgesetzt wird oder was vielleicht aus bestimmten Lobbygründen ungern gemacht wird. Und das Zweite ist, was man auf jeden Fall auch immer oder sich anschauen oder verändern muss, ist, in was investiert man eigentlich als Gesellschaft? Also wo investiert man seine Kraft, wo investiert man sein Geld? Und wir investieren sehr viel in Angst davor, dass sich was ändert, obwohl sich außenrum schon ganz viel ändert. Und das ist, finde ich, ein Hauptproblem, dass hier nicht mutig Freiraum geschaffen wird für neue Experimente. Ich meine, da gibt es tausende Gesetze, die müssen geändert werden, aber dass man muss da Veränderungen schaffen, dass man schneller Sachen ausprobieren kann, um zu schauen, ob sie gut sind, auch in der Stadt. So. Haben Sie denn oder habt ihr denn für vielleicht die Leute hier im Raum auch einen Tipp, ne? Also irgendwie alle sollen mitmachen, kann ich das jetzt konkret machen oder wie können wir alle das konkret machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Na, jeder kann mal das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren, also ich glaube, das ist ganz kleiner oder mal laufen oder sich mal überlegen, wie es anders funktionieren könnte. Wir haben in unserem eigenen Produkt dieser Mobilitätsplattform, die wir für große Events bauen, können wir schon nachweisen, dass wenn man es den Leuten einfach macht, zu zeigen, du kannst es so machen, aber du kannst es auch anders machen, dass die Leute durchaus bereit sind, umzusteigen. Das ist nachweisbar. Also bei uns im Verein sind ja etwas über 50.000 Menschen ehrenamtlich Mitglied. Die machen das immer ganz konkret an Beispielen für sich vor Ort. Da geht es dann tatsächlich immer um einzelne Radstreifen, um Busspuren, um Ausbauten von Straßenbahnen. Und das kann durchaus Erfolg haben, mit ganz konkreten Vorstellungen, Beispielen an die lokale Presse zu gehen. Nutzt die Social Medias, sprecht eure Abgeordneten, eure Stadträtinnen und Stadträte an. Funktioniert tatsächlich. Das ist so ein bisschen eine Illusion, dass man selbst keine Macht hat, selbst keinen Einfluss hat. Wenn man sich klar und sehr zielbestimmt äußert, dann mache ich immer wieder die Erfahrung, dass man gerade auf der lokalen Ebene durchaus Erfolge haben kann. Verbände können eine Plattform dafür sein, wo man sich da vielleicht sammelt und organisiert. Man kann das auch alleine machen. Es gibt auch andere Verbände. Changing Cities sehe ich zum Beispiel hier, der Verband, der hinter
dem Volksentscheid Fahrrad aus Berlin steht. Sehr erfolgreiches Projekt, fand ich super Aktion und daran sieht man, dass man dann doch in sehr kurzer Zeit erstaunlich viel bewegen kann. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, Timo Daum. Du sagtest vorhin, zitiertest Uber, ne, den motorisierten Individualverkehr, aber gleichzeitig den ÖV abschaffen. Wie schaffen wir es denn, solche Themen besser zu nutzen, also dass nicht der ÖV abgeschafft wird? Also wie schaffen wir beispielsweise neue Ridesharing-Formen so auch zu gestalten, dass sie den ÖV stärken? Vielleicht auch direkt eine Frage an dich. Wollte ich jetzt auch nicht... Naja, also ganz konkrete Ansätze, um dies auf jeden Fall zu tun. Bei dem ÖPNV stellt sich ganz grundlegend auch schlicht die Frage der Finanzierung, also auch da wirklich finanzielle Mittel bereitzustellen, dies auch jetzt zu tun, das Angebot auszubauen. Der ÖPNV muss auch attraktiver werden. Ich denke, das kann man auch jemandem sagen, der bei der Deutschen Bahn arbeitet. Vor allem ist aber auch natürlich, und deswegen würde ich auch sagen, man sollte auch wirklich auf den öffentlichen Personenverkehr setzen, weil da auch die Daseinsvorsorge wirklich noch im Blick ist. Denn ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch noch nicht genügend aufgegriffen worden ist, bei all den Möglichkeiten, die die digitalen Angebote bieten, natürlich gehen sie eher dahin, wo sich die Bevölkerung ballt, also eher an die Stadtkerne, nicht unbedingt an den Stadtrand. Was ist mit den Stadt- Umlandbeziehungen, wenn wir jetzt auch über das Thema Ridesharing reden. Also das ist natürlich was, was ich in einem Verkehrsunternehmen beziehungsweise auch was ich in den Nahverkehrsplan auch reinschreiben kann und sage, da wird ein Angebot gewährleistet. Die Verkehrsunternehmen haben eine Beförderungspflicht, es gibt bestimmte Rechte, es gibt bestimmte Pflichten und dahingehend unterscheiden sie sich aber auch. Und deswegen eben auch eigentlich sehr wünschenswert, dass wir diese neuen Angebote eher dahin kriegen, wo Versorgungslücken bestehen, also zum Beispiel in den ländlichen Raum in dem Fall oder die Stadt-Umland-Beziehung zu verbessern. Aber auch da würde ich sagen, machen wir uns bitte doch auch nichts vor. Auch da muss viel über Massenverkehrsmittel, wirklich Massentransportgefäße abgewickelt werden, damit es nachhaltig ist. Also wenn wir uns wirklich eine Kette von autonomen Fahrzeugen mal ganz in der weiten Zukunft vorstellen, in dem jeweils eine Person sitzt, das ist ökologisch absolut nicht nachhaltig und das Stauproblem haben wir damit eben auch nicht gelöst. Also von daher wirklich ein großes Plädoyer, auch dass man die planerischen Instrumente nutzt und natürlich aber auch, dass der ÖPNV attraktiver wird, wenn sie in die ersten Ergebnisse der Befragung Mobilität in Deutschland 2017 reinschauen, sehen wir eigentlich auch. Die ÖPNV-Nachfrage ist da, aber die Leute, die den ÖPNV nutzen, sind subjektiv auch nicht richtig zufrieden damit. Also wenn es einen Innovationspush hätte für den ÖPNV und sei es auch dahingehend, worüber der erste Vortrag hier auch das aufgegriffen hat, Mobility as a Service oder die Zugangsmöglichkeiten werden erleichtert, das Tarifsystem muss einfacher werden, das ist auch schon angesprochen worden. Also es gibt ja beide Hebel, die man bedienen sollte, aber ich sage deswegen auch immer klassische Maßnahmen in Häkchen und gerne natürlich auch die neuen Dienste, aber irgendwie auch steuernd, also schon auch da, wo der Bedarf ist und dass wirklich Mobilität auch Teil der Daseinsvorsorge ist. Ja, also ich finde auch die Perspektive, dass ein öffentlicher Nahverkehr, der sich neu erfindet, algorithmisch, sage ich jetzt mal, der diese Datensilos, die wir im vorigen Vortrag erwähnt haben, auflöst oder so, der wird tendenziell unschlagbar und hat dann auch nichts mehr zu tun mit dem chronisch Überlasteten, den wir jetzt haben oder so. Nochmal aber zu der Frage, können wir mit dem digitalen Kapitalismus ein Bündnis eingehen oder so? Was machen wir, wenn Uber sagt, hier, wir wollen unseren Service, damit weniger Privatfahrten? Ich glaube, ich bin da sehr skeptisch, ich finde das ein sehr gefährliches Terrain, aber es gibt tatsächlich, die Städte und Kommunen haben an der Stelle tatsächlich Bargaining Power oder so, wie man das auf Englisch sagt oder so. Beispiel, Uber darf in Moskau agieren, aber die Moskauer Stadtverwaltung hat gesagt, ihr dürft hier agieren, ich gebe euch eine Lizenz, wir wollen aber die Daten haben. Das macht Hamburg mit Moyer, mit dem Moyer-Testlauf ganz ähnlich. Die sagen, wir wollen das hinterher evaluieren und die haben auch so Mechanismen, dass sie gesagt haben, ihr dürft nur so und so viele Fahrzeuge pro Fläche haben, damit wenn ihr mehr Fahrzeuge, wenn ihr die Flotte erweitert, müsst ihr in die Outskirts gehen. Also ganz klug gelöst. Und sie haben auch gesagt, hier, ihr müsst vernünftige Arbeitsverträge, die zahlen 12 Euro pro Stunde. Ne? Also es gibt da Möglichkeiten, auch mit diesen großen Digitalkonzernen in Verhandlungen zu treten und gute Deals auszuhandeln. Und da sind wir wieder bei den Regeln. Also was kann man mit solchen Ridesharing-Angeboten machen, wenn man jetzt sieht, dass Car2Go eigentlich den Verkehr
erhöht und den ÖPNV kannibalisiert. Wenn ich Regeln habe, das heißt, dass ich solche Ridesharing-Flotten auch als Zubringer zum ÖPNV einsetzen kann und es damit den Leuten möglich mache, von zu Hause abgeholt zu werden, um dann öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, dann macht es durchaus Sinn. Alles andere muss man ausprobieren und dann reglementieren, wenn man merkt, dass es nicht reinpasst. Ja, also wir sehen ganz klar, Regeln sind gefragt, aber die Politik alleine wird sich lösen. Also wir müssen alle mitmachen. Und um euch jetzt auch die Möglichkeit zu geben, noch mitzumachen, würde ich euch gerne die Möglichkeit für Fragen geben. Am besten auch direkt zu den Stehmikros gehen. Genau, ansonsten kommt auch jemand vorbei, aber das wäre am einfachsten. Dankeschön. Ja, hallo. Martin Xell vom Mücke-Institut. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich fand sie ein bisschen zu brav, ehrlich gesagt. Auch gerade sozusagen irgendwie auch im Anschluss an das, was Herr Daum als Datenkommunismus genannt hat. Mir fehlt so ein bisschen der Fokus auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die Machtverhältnisse, auf die Vermachtung, die sich sozusagen in dem herrschenden fossilistischen System auch immer wieder sozusagen reproduziert haben und ein Stück weit aus meiner Sicht, wenn wir den Blick nach vorne werfen, autonomes Fahren ist ganz kurz gefallen, Sie haben es leider nicht aufgenommen. Wenn ich mir das vorstelle, sozusagen, wie das in der Zukunft sein wird, wenn die großen Konzerne kommen und jetzt eben sozusagen unsere herkömmlichen Hersteller, VW und Konsorten, wegdisruptieren werden sozusagen mit ihrem Datenkapital, das sie bereits zur Verfügung haben, dann frage ich mich tatsächlich so, wie schaffen wir es, die Gewohnheiten, die sich heutzutage ergeben, reicht es tatsächlich sozusagen auf den Staat zu hoffen, der sagt, wir verbieten dies und jenes, weil der Staat selber ja sozusagen Interessen vertritt und die auch immer wieder perpetuiert werden. Kleine Werbung in eigener Sache. Wir werden morgen zwischen 12 und 13.30 Uhr einen Workshop abhalten, mit meinem Kollegen Peter Geilhofer zusammen. Und wir werden dort versuchen, alternative Geschäftsmodelle sozusagen zu skizzieren, die genau in die Richtung gehen, wie könnte autonome Mobilität in der Zukunft aussehen und dabei eben explizit auch die Themen Open Source, Open Data, Open Hardware, offene Schnittstellen mit in den Fokus nehmen und versuchen, dort eben auch Gegenentwürfe zu bieten. Aber nochmal vielleicht ganz kurz als Frage an Sie, wie wollen Sie eben diese gesellschaftlichen Machtverhältnisse aufknacken? Wie kommen wir dahin, eine wirkliche Verkehrswende zu schaffen und nicht nur eine inkrementelle, also eine kleine Veränderung herbeizuführen, sondern wirklich sozusagen einen großen Wurf zu starten? Dankeschön. Ja, herausfordernde Frage, ich weiß nicht, Timo, möchtest du darauf antworten? Nö? Später? Also ich kann mal kurz was sagen. Natürlich ist die Monopolisierung ein Problem. Die haben wir jetzt und das merken wir jetzt daran, warum funktioniert es nicht, weil Monopole und Lobbyisten dagegen arbeiten. Und es gibt die neue Gefahr, dass es dann ähnlich wird oder noch schlimmer. Das ist durchaus da. Was ich aber immer ganz spannend finde, weil ich ja in dem Bereich arbeite, das macht mir aber genauso Probleme, das macht den Großen aber auch die Probleme, diese zerklüftete Verkehrswelt in Deutschland zusammenzubringen, das schafft Google auch nicht. Ja, also es ist noch kein Monopol entstanden in Deutschland und deswegen haben wir eigentlich eine gute Chance, mit guten Regeln neue Sachen entstehen zu lassen in diesem Bereich, finde ich. Ich habe die Antwort zumindest auf Ihre Frage auch nur in Teilen. Ich finde es wichtig, dass Sie die Frage der Geschäftsmodelle stellen und auch wie könnte sie aussehen, wenn die Fahrzeuge autonom unterwegs sind. Ich würde aber auch, und die Antwort habe ich nicht, aber auch die Frage stellen, inwieweit kann Mobilität dann auch als Geschäftsmodell funktionieren? Also weil eine Vision wäre ja auch, dass die Fahrzeuge geteilt sind und wenn es kommerziell angeboten wird, dann müsste es auch darum gehen, dass die Fahrleistung deutlich ansteigt. So, und dann könnte man sagen, wir haben das Problem des ruhenden Verkehrs vielleicht gelöst, wenn wir diese Permamobile haben, die durch die Städte düsen. Aber bestimmte andere negative, ja auch vor allem Umweltfolgen, haben wir damit eben auch nicht gelöst. Und die sehe ich auch nicht zwangsläufig nur mit der Frage Elektrifizierung und Antriebswende gelöst. Also der ganze Konnex, Automatisierung, Elektrifizierung, Sharing,
wenn wir es kritisch diskutieren wollen, muss man, finde ich, auch die Frage von Suffizienz stellen und welche Geschäftsmodelle sind wirklich möglich. Aber ich habe die Antwort eben auch noch nicht final. Aber ist ja vielleicht auch ein toller Hinweis, morgen da gemeinsam dran zu arbeiten und drüber nachzudenken. Und vielleicht kommen wir der Lösung da ja ein Stück weiter. Gerne auch die nächste Frage. Ja, vielen Dank. Läuft das? Hört ihr mich? Naja, anyway, ich kann auch laut reden. Funktioniert das Mikro? Nee. Hey. Können wir ein Mikro haben? Ja, da kommt das Mikro. Jo, dankeschön. Ja, Dennis Petrimanner von Changing Cities. Philipp Kosok hat schon darauf hingewiesen, wir sind übrigens kein Verband, sondern wir sind eine Kampagnenorganisation. Das ist ein bisschen was anderes. Ich habe sozusagen so zwei kleine Bemerkungen und eine Frage. Das Erste, was ich bemerken möchte, es kam ja so ein bisschen auf dem Podium oder in den Eingangsvorträgen, wir haben eigentlich kein technisches Problem, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein politisches Problem. Das haben wir übrigens seit 45 Jahren. Ich war im Frühjahr bei der Vorstellung des Berichts des Sachverständigenrats der Bundesregierung. Die haben gesagt, sie schreiben in ihrer Einleitung genau dasselbe, was sie im ersten Bericht geschrieben haben, 1973. Also gute Argumente bringen offensichtlich nichts. Was ich jetzt auf dem Podium immer wieder bemerke, ist sozusagen, wenn man sich dieser politischen Frage nähert, das war ja vorhin so ein bisschen diese Stille auf dem Podium, dieser politischen Frage nähert, ist sozusagen sehr schnell der Rückzug ins Technische. Wir müssen Angebote machen. Auch das funktioniert meiner Meinung nach auf Dauer nicht. Ich glaube tatsächlich, ich finde es ganz gut, dass Sie das Thema Kapitalismus mal aufgeworfen haben, dass wir da zumindest ordnungsrechtlich vielleicht zumindest nach und nach in die Richtung gehen müssen. Das zweite Thema ist das Thema Lobby. Sie haben es angesprochen, man redet über die starke Autolobby. Das kann man natürlich machen, aber das hilft uns natürlich nichts. Ja, wir können uns über die Autolobby beschweren, sie wird weiterhin da sein. Wie arbeitet eine Lobby? Sie arbeitet nicht zwangsläufig mit Argumenten, sondern sie baut politischen Druck auf. Sie baut politischen Druck auf, ja, und sie setzt die Politik unter Druck, sie macht der Politik Angst. Das heißt, wenn wir eine Verkehrswende hinbekommen wollen, ja, dann müssen wir Organizing betreiben aus der Gesellschaft heraus, wie wir das mit dem Volksentscheid Fahrrad getan haben, und müssen letzten Endes den Politikerinnen und Politikern in irgendeiner Form mehr Angst machen, als sie vor den anderen Lobbyisten haben. Das heißt, nicht die Autolobby ist zu stark, sondern die Verkehrswende-Lobby ist zu schwach. Wir sind zu schwach, nicht die anderen sind zu stark. Die werden auch nicht aufhören, stark zu sein, wenn wir uns darüber beklagen. Und deswegen stelle ich mal die Frage hier in den Raum, ob wir sozusagen das Thema Digitalisierung überhaupt eigentlich für die Verkehrswende nutzen wollen, indem wir neue Apps, neue Möglichkeiten und so weiter eröffnen, die dann im Zweifelsfall politisch versanden, oder ob es nicht viel wichtiger wäre, uns dem Thema Digitalisierung über das Thema Organizing von Gegenmacht zu widmen und dort eigentlich viel mehr Energie reinzustecken, als sozusagen in die Entwicklung der einen App, die uns die Wege zeigt. Ein Plädoyer für die Verkehrslobby. Möchte jemand sich dazu äußern? Oder? Okay. Also auf jeden Fall, ja, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Statement. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen, wir haben da jetzt noch, glaube ich, zwei Fragende, ne, die da anstehen. Ich würde euch bitten, eure Frage ganz kurz und knapp zu formulieren, dass wir dann auch eine kurze Antwort geben können. Danke. Ich finde, einerseits, dass es, wir reden die ganze Zeit über Umwelt und über Nachhaltigkeit, was das Ganze angeht, aber ich finde, dass Lebensqualität und Gesundheit der Menschen in der Stadt sehr kurz dabei kommen, weil das ist irgendwie das, was ja kurzfristig noch viel relevanter ist. Und wenn wir jetzt über die ganzen Verkehrsverbünde und über den öffentlichen Nahverkehr reden, dann reden wir die ganze Zeit über Tarife, aber also inwiefern haltet ihr es für realistisch oder sinnvoll, dass öffentlicher Nahverkehr irgendwann kostenfrei sein könnte? Und Da war viel. Ich fange einfach mal an, weil ich das Mikro in der Hand habe. Also erstmal ÖPNV attraktiver machen, würde ich sofort unterstützen. Und ich finde auch das, was du eingangs gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Und das klang auch in dem Statement davor an. Was sind wirklich unsere umweltpolitischen, unsere gesellschaftspolitischen Zielsetzungen? Ist es die lebenswerte Stadt? Ist es die gesunde Stadt? Ist es die Stadt der kurzen Wege? Ist es Umweltgerechtigkeit? Wer ist welchen Schadstoffbelastungen wo ausgesetzt? Also erst die Zielfrage stellen und dann die Mittelfrage eigentlich auch anzugehen. Kostenloser ÖPNV, man hat es gesehen, wie die 5 Modellkommunen reagiert haben. Es gibt ja aber auch Beispiele aus dem Ausland, wo es funktioniert. Er sollte auf jeden Fall einfach zugänglich sein. Er sollte relativ preiswert sein.
Ich nehme wieder das Lieblingsbeispiel Wien mit dem 365-Euro-Ticket. Das ist vielleicht ganz gut, das kann auch jeder irgendwie so sagen, 1 Euro pro Tag im Jahr, wirklich ein gutes Angebot, einen guten Takt, ein gutes Netz, also da absolutes Plädoyer dafür und auch vor allem eben auch für die Aufweitung der Zielsetzungen, auch wirklich, wie wollen wir unsere Städte gestalten, in welchen Städten wollen wir leben. Ja, da kann ich mich anschließen. Nur das Problem oder ein Hauptproblem, das wir haben, ist, dass Lebensqualität genauso wie Mobilitätsbedürfnis eben etwas sehr Persönliches ist. Und es gibt Leute, für die ist Lebensqualität, mit dem Porsche rumzufahren. So, und das irgendwie in den Griff zu kriegen, dass man das hat, muss dann wieder regulatorisch stattfinden. Also die darf es dann einfach so nicht mehr geben und es müssen andere Beförderungsmittel einfach integriert und zur Verfügung gestellt werden. Ganz genau, also meiner Lebensqualität tut der Porsche oder der SUV meines Nachbarn garantiert nicht zu, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen und ich glaube, dass der kostenlose Nahverkehr wäre für mich nicht das erste Mittel der Wahl, weil die großen Probleme woanders liegen zum einen. Also tatsächlich können sich viele Städte in Deutschland im Moment überhaupt nicht über Fahrgäste beklagen. Die haben eher das umgekehrte Problem. Die kommen nicht mit dem Ausbau von Radinfrastruktur oder von Straßenbahnen etc. hinterher. Das kann man deutlich beschleunigen, aber tatsächlich sieht die Investitionspolitik anders aus. Wenn ich da beispielsweise in den Bundeshaushalt für die nächsten Jahre gucke, dann steigen da vor allem die Investitionen in den Straßenbau, in den Straßenneubau, was auch immer der Verkehrsminister gerne erzählt, aber die Zahlen sagen was anderes. Es werden nach wie vor im großen Stil neue Straßen gebaut. Es läuft der ganzen Zielstellung völlig zuwider. Stattdessen wird dieses Geld dringend für mehr Angebot gebraucht bei den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und für eine deutliche Ausweitung der Infrastruktur, denn die kommt nämlich zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Wenn wir das Angebot und die Infrastruktur haben, um deutlich mehr Mobilität umweltfreundlich, ökologisch nachhaltig und wirklich klimaneutral zu ermöglichen, dann können wir auch von bezahlbaren Preisen schauen, ob wir da nicht deutlich weiter nach unten gehen. Im Moment ist, was die Preise angeht, glaube ich, das Wichtigere, dass wir überhaupt für alle bezahlbare Preise, ich benutze bewusst das Wort bezahlbar, denn das ist nämlich für jeden was Unterschiedliches. Also hohe Preise, die ich als hoch empfinde, die können für ganz andere Leute sehr gut bezahlbar sein und trotzdem gibt es trotz Sozialtickets Millionen Menschen, für die eine Busfahrt kaum erschwinglich ist. Berlin ist da muss ich mal sagen, hier eine halbwegs rühmliche Ausnahme. Die richten nämlich ihren Sozialticketpreis daran aus, was das Arbeitslosengeld 2 für Mobilität, nicht für öffentlichen Nahverkehr, sondern für die gesamte Mobilität vorsieht. Das tut meines Wissens nach fast keine andere Stadt. Dort sind selbst Sozialtickets teurer als das, was man den Menschen an minimalen Ausgaben für Mobilität zugesteht. Ja, ich habe es versprochen, noch eine letzte Frage und dann ist es, glaube ich, auch schon vorbei. Also gerne kurz und knapp wieder. Okay, also ich möchte nur mal kurz auf die Sache mit den Verboten ansprechen und nur so mal kurz ein kleines persönliches Beispiel zu bringen. Ich habe jetzt 3 Muttersprachen und das liegt jetzt nicht wirklich daran, dass ich die freie Wahl dazu hatte, dass die Sachen zu lernen, sondern ich bin in 3 verschiedenen Kontinenten aufgewachsen und wurde von meinen Eltern in die örtliche Schule gesteckt. Also ich hatte quasi keine andere Wahl, außer diese Sprache zu lernen. So. Und deswegen bin ich auch echt der Meinung, diese Verbote quasi einzuführen. Nur meine Frage ist jetzt, wie sehen da die ersten Schritte aus? Wie führt man sowas ein? Weil das ist ja schon ein sehr radikaler Ansatz, würde ich mal sagen, direkt starke Verbote in die Gesetze einzubringen. Okay, also ich werde darauf antworten und vielleicht auch nochmal einen kleinen Rundumschlag machen. Also wenn es sowas gäbe wie das Silicon Valley macht jetzt im Sinne eines grünen Kapitalismus was anderes. Also das hier kommt jetzt weg und stattdessen funktioniert Verkehr so wie Facebook, Netzwerkeffekt, alle sind beim Auto Facebook, nutzen einen kostenlosen Service, der algorithmisch optimiert ist, wir kriegen die ganze Zeit Werbung, unsere User-Daten werden privatkapitalistisch, Punkt, Punkt, Punkt. Dann würde ich sagen,
wegen mir lieber als das hier. Trotzdem ist mein Endziel oder das, was ich mir eigentlich wünschen würde, nicht ein anderes Geschäftsmodell, also nicht das Silicon Valley Geschäftsmodell, das das fossile VW Geschäftsmodell ablöst, sondern gar kein Geschäftsmodell mehr, nämlich eins, in dem Mobilität, und zwar sinnvolle, elektrische, nachhaltige, algorithmische, kollektive Mobilität zu sowas wie einer allgemeinen Grundversorgung gehört, die eben außerhalb des Geschäftsmodell Kapitalkalküls, wenn man so will, ist. Und jetzt, also wie kann man solche Verbote umsetzen? Ich finde, das allererste ist, dass wir tatsächlich aus dieser Sprachregelung dieses Fahrverbote drohen. Das müssen wir, dagegen müssen wir angehen. Wir müssen sagen, wieso drohen? Wieso nicht? We embrace that. Also wir finden das super. Ich habe das Beispiel Madrid genannt. Es gibt andere Beispiele von Städten, die ihren Verhandlungsspielraum einsetzen. Paris, Barcelona, vielleicht auch Singapur oder so, die einfach gesagt haben, okay, wir machen einfach Schluss. Wir lassen keine, es gibt eine Obergrenze für die Zulassung von neuen Fahrzeugen etc. Ist ein langer Weg, aber wir können heute anfangen. Ja, ich glaube auch, dass man damit anfangen muss. In Deutschland wurde es jetzt so lange verhindert, bis es jetzt halt gerichtlich festgestellt wird, und dann geht es ja auch plötzlich. Also damit muss man einfach anfangen, an den sinnvollsten Stellen, und dann wird das auch funktionieren. Ich würde sagen, das waren gute Schlussworte, wolltest du auch gerade sagen. Super. Ne? Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion und auch für die zahlreichen Publikumsfragen. Ja, und ich würde nochmal vielen Dank sagen an euch alle, dass ihr hier gekommen seid. Also vielen Dank an Oliver Wolf, an Kirstin Lindloff, an Philipp Kosak, an Timo Daum und an Maje Basten für die Moderation.